Ja, recht herzlichen Dank, Herr Klimpel, für die Vorstellung und auch für die Einladung hier. Mich hat es ein bisschen kurzfristig letzte Woche erst ereilt, diese Anfrage. Und ich vermute mal, ich bin deshalb gefragt worden, weil ich mich seit längerer Zeit als Historiker mit Rundfunkarchiven beschäftige. Und ich will das ganz kurz erläutern, warum ich das eigentlich tue. Ich bin Zeithistoriker. Und ich glaube einfach, dass wir als Historiker die Zeitgeschichte nicht mehr schreiben können, wenn wir die modernen Massenmedien nicht mit im Blick haben. Unsere Gesellschaften sind schon im 20. Jahrhundert durchgängig medialisierte Gesellschaften. Sie sind es zunehmend, sie sind es jetzt im Zuge der Digitalisierung nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Und wenn wir als Historiker uns darum nicht kümmern, diese Archive zugänglich zu machen, dann gehen uns quasi die relevanten Quellen aus. Das ist insofern in Deutschland ein Problem, als dass der gesamte Bereich der Rundfunkarchive ausgenommen ist aus dem öffentlichen Archivwesen. Das heißt, es sind Privatarchive. Die Rundfunkanstalten können damit machen, was sie wollen in gewisser Weise. Und damit ist der Zugang alles andere als einfach. Sei es für Wissenschaftler, für Kulturinstitutionen oder für wen auch immer. Ja, heute spreche ich über das Tagesschau.de-Archiv, beziehungsweise auch das gehackte Tagesschau.de-Archiv, also dpub.org. Hinter dieser etwas kryptischen Abkürzung verbirgt sich ein Versuch, dieses Archiv im Netz zu erhalten, zu einem Zeitpunkt, als es eigentlich vom Netz genommen worden ist. Das werde ich gleich ein bisschen genauer erläutern. Wir müssen aber zuerst, glaube ich, mal ein bisschen was zu den Hintergründen sagen, was da eigentlich passiert ist in dieser Geschichte. So. Herr Klimpel hat es schon angedeutet, 2009 hat es einen Rundfunkänderungsstaatsvertrag gegeben. Sie wissen das wahrscheinlich alle, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk über Staatsverträge, dessen Aufgaben zwischen den Ländern und dem Rundfunk ausgehandelt werden. Was dürfen die? Welchen Auftrag hatte er eigentlich? Wie werden die Gebühren erfasst und so weiter? Das wird immer wieder geändert natürlich im Laufe der Entwicklung. 2009 stand der 12. Änderungsstaatsvertrag an und das zentrale Element dieses Änderungsvertrages war eigentlich, dass man sich überlegt hat, Rundfunk anders zu definieren oder klarer zu definieren, als man das vorher gemacht hat. Man hat Rundfunk nämlich als ein lineares Angebot definiert in diesem Rundfunkstaatsvertrag und damit abgegrenzt von sogenannten Abrufangeboten. Also Abrufangebote sind Angebote, wenn Sie irgendwo draufklicken im Internet. Das ist ein Abrufangebot und Rundfunk ist eben grundsätzlich was anderes. Das hatte zur Folge, dass die Online-Aktivitäten der öffentlich-rechtlichen Anbieter ganz erheblich eingeschränkt worden sind und an sehr enge Voraussetzungen geknüpft worden sind. Ja, der Regelfall ist seitdem, dass Sie, wenn Sie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk etwas online stellen, das nach 7 Tagen wieder entfernt wird. Das ist der Normalfall. Also Sie erleben das ständig, wenn Sie irgendwie in diese Mediatheken gucken. Da haben Sie ein paar Tage das Angebot und dann ist es auch gleich wieder weg. Und das soll nach diesen Regelungen auch genauso sein. Wenn es nun Dinge gibt, die länger im Netz sein sollen, dann ist das an ganz bestimmte Bedingungen geknüpft. Und zwar an ein Genehmigungsverfahren. Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens müssen die öffentlich-rechtlichen Anbieter ein sogenanntes Telemedienkonzept, also Telemedien ist im Grunde der Fachbegriff für online, das müssen sie erarbeiten. Sie müssen dort über differenzierte Verweildauern von einzelnen Angeboten Auskunft geben und dieses Konzept muss dann noch ein Zulassungsverfahren durchlaufen, den sogenannten berühmt-berüchtigten 3-Stufen-Test. Dieser 3-Stufen-Test schließt im Prinzip so 3 Aspekte ein. Zum einen geht es um die gesellschaftliche und publizistische Relevanz. Zum anderen geht es um eine Wettbewerbsabwägung. Also sind das Sachen, die vielleicht auch private Anbieter machen könnten? Warum müssen das jetzt unbedingt die öffentlich-rechtlichen sein? Und der dritte Aspekt sind schlicht die Kosten.
Also die Frage danach, wird das vielleicht zu teuer und kommen die dann bei der nächsten Gebührenverhandlungsrunde wieder und sagen, wir brauchen jetzt mehr Geld, weil wir da irgendwelche tollen Sachen online gemacht haben. Auch das wollte man verhindern. Ja, also das ist ein relativ kompliziertes Verfahren, das da durchlaufen werden muss. Und für alles, für jedes Angebot, das dieses Verfahren nicht durchläuft, gilt im Prinzip diese 7-Tage-Regelung. So, was ist nun der Hintergrund eigentlich dieses ganzen, ja, dieser Änderung im oder Einschränkung der Online-Aktivitäten der öffentlich-rechtlichen Anbieter? Das ist ein Konflikt zwischen den Verlegern und Anbietern privatrechtlichen Rundfunk auf der einen Seite und den öffentlich-rechtlichen Sendern auf der anderen Seite. Das ist ein Konflikt, wenn Sie mir die Bemerkung als Historiker erlauben, der sehr weit zurückreicht. Wir haben das alles schon mal in den 60er Jahren mit der Fernsehwerbung, dass die Verleger sagen, die Fernsehwerbung nimmt uns, zerstört unser Werbegeschäft. Dann wird dann vom Bund eine Kommission eingesetzt, die dann zu dem Ergebnis kommt, nee, die stören sich eigentlich nicht, die beiden. Und dieser Grundkonflikt zwischen subventioniertem, also über Gebühren finanziertem öffentlich-rechtlichem Rundfunk und privaten kommerziellen Medien, der ist dann im Zuge des Internets, ich sag mal, hat eine ganz neue Dimension nochmal bekommen. Es ist wieder aufgelebt und hat eine neue Dimension bekommen. Auch da war jetzt sozusagen aus der Verlegersicht die Perspektive, naja, diese öffentlich-rechtlichen Sender, die nehmen uns eigentlich, zerstören uns als subventionierte Anbieter diesen Markt. Ja? Also die machen sich jetzt nochmal eben, kolonisieren so ungefähr das Internet, sodass wir da nichts mehr anbieten können. Während die öffentlich-rechtlichen Sender gesagt haben, okay, wir können nicht einfach immer nur terrestrisch unsere Sachen senden oder via Satellit, sondern das Internet ist ein Medium der Zukunft, gerade bei den Jungen. Wenn wir das komplett nicht bedienen dürfen, dann werden wir irgendwann sozusagen aussterben. Ja, also das sind die beiden entgegengesetzten Positionen. Und vor diesem Hintergrund hat es dann sogar ein wettbewerbsrechtliches Verfahren der EU gegeben, der EU-Kommission, wo die Verleger in Deutschland darauf hingewirkt haben, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, diese Online-Aktivitäten zu verbieten, als sozusagen ja, unzulässige Wettbewerbssubvention. Dazu ist es zwar nicht gekommen, aber es hat, wenn man so will, einen Deal gegeben, dass dort eine Einschränkung passiert. Und genau diese Einschränkung ist dann im 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag eingetreten. Ja, welche Konsequenzen hatte das jetzt? Das will ich nur an einem Beispiel, das es jetzt im Folgenden ja auch geht, also nämlich im Tagesschauarchiv, mal deutlich machen und würde da sozusagen die Stimme Jörg Sandrozinski geben. Das ist der damalige Leiter von tagesschau.de und würde bitten, das Video einmal abzuspielen. Das heißt also eine gesetzliche Vorschrift, das haben wir alles nicht freiwillig gemacht, sondern ist eben eine rechtliche Vorschrift jetzt. Die Mitarbeiter, die das gelöscht haben, wurden ja mit Gebührengeldern dafür bezahlt, dass sie Beiträge löschen, die mit Gebührengeldern finanziert und erstellt wurden. Wie lässt sich das den Zuschauern vermitteln? Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, das den Zuschauern zu vermitteln, dass Inhalte zunächst mit Gebührengeld erstellt wurden und dann hinterher mit Gebührengeld wieder depubliziert wurden. Das heißt also, sie werden ja nicht gelöscht, sondern sie werden nur aus dem Internetangebot herausgenommen. Sie sind noch Bestandteil in unseren Speichern. Man kann sie quasi wieder veröffentlichen, aber das ist erstmal nicht vorgesehen. Das heißt, es ist eigentlich eine Situation, die sich sehr, sehr schwer erklären lässt. Ja. Gut, das jetzt aus der Sicht des verantwortlichen Redaktionsleiters. Man muss vielleicht auch noch sagen, dass dieses Tagesschauarchiv ganz systematisch erst ab 2009 aufgebaut worden ist und dann Mitte 2010 eben in diesem Umfang vom Netz gehen musste. Das betraf viele, viele andere
Online-Angebote der Öffentlich-Rechtlichen auch. Das ist jetzt sozusagen nur ein kleiner Teil davon. Aber es ist klar, dass das natürlich für große Verärgerung bei den Machern, aber auch bei den Nutzern gesorgt hat. So, darauf gab es nun eine Reaktion. Und diese Reaktion war ein, ja, kann wohl sagen, gehacktes Archiv dieses Tagesschau.de-Archivs, das in einer Version vor der Depublikation irgendwo gesichert worden ist. Also es ist ein bisschen unklar, wie das passiert ist. Es gab offensichtlich vorher schon mal eine Version, die über Pirate Bay tatsächlich als BitTorrent irgendwie kursiert ist. Ob die Daten von da gekommen sind oder ob sie möglicherweise direkt aus der Redaktion gekommen sind, auch der Verdacht steht im Raum, ist unklar. Jedenfalls hat sich diese depub.org-Organisation gegründet, die dieses Archiv dann wieder zugänglich gemacht hat, in einer gewisserweise archaischen Form, dazu komme ich gleich nochmal, und gesagt hat, also wir müssen das einfach tun, weil es ist so unsinnig, diese Sachen jetzt alle zu vernichten, dass wir das sozusagen, obwohl wir wissen, dass das urheberrechtlich nicht in Ordnung ist, trotzdem tun. Ja, vielleicht einmal, wie das überhaupt ausgesehen hat. Das kann man wahrscheinlich nicht so ganz besonders gut sehen. Das ist ein Screenshot. Es ist eine eher unkomfortable Oberfläche gewesen. Nach meiner Erfahrung war es auch so, dass sehr viele der Videos gar nicht liefen. Also es war in hohem Maße dann doch eher auch ein Textarchiv, was gerade die audiovisuellen Elemente eben dann nicht mehr unbedingt abspielen konnte. Aber es gab den Ehrgeiz, das auszubauen. Also die anonymen Macher von depub.org haben gesagt, sie werden nicht nur die Tagesschau sichern, sondern sie wollen jetzt eigentlich all diese öffentlich-rechtlichen Online-Angebote in einer gehackten Version zur Verfügung stellen und wollen das auch die Daten so aufbearbeiten, dass die aufbereiten, dass die auch wieder vernünftig, komfortabel nutzbar sind. Die öffentlichen Reaktionen in diesem Kontext waren ganz überwiegend zustimmend, muss man sagen. Also vielleicht die prominenteste war die damals, glaube ich, noch stellvertretende Vorsitzende des NDR-Verwaltungsrats, Dagmar Gräfin Kersenbrock, die eben gesagt hat, ich zitiere, depub.org ist ein Beispiel für kreative Anarchie im Internet. Das zeigt, wie unsinnig kleinteilige Regulierungsversuche im Netz sind. Ich zitiere weiter, es besteht offenkundig großes Interesse an den Inhalten informativer Webseiten wie tagesschau.de. Solange das so ist, wird es immer Menschen geben, die einen Weg finden, diese Inhalte auch verfügbar zu machen. Webseiten wie depub.org sind ein Beleg für die Fragwürdigkeit des Drei-Stufen-Tests. Also für Ihre Funktion sicherlich schon eine sehr couragierte Aussage. Im ähnlichen Tenor ist es aber auch in der medialen Öffentlichkeit diskutiert worden. Also die Zeit hat etwa geschrieben, das sei ein notwendiger Akt von Zivilcourage gegen diesen, und jetzt zitiere ich wörtlich, Ausdruck der egoistischen Interessenpolitik privater Unternehmen. Damit sind wir wieder bei dem Thema von heute Vormittag. Ja. Also eigentlich auch hier eine sehr optimistische Perspektive erstmal. Sie sagt, man wird das gar nicht verhindern können. Da hat sie sich allerdings geirrt, muss man wohl sagen. Denn depub.org hält sich ungefähr 4 Wochen im Netz. Es liegt auf einem oder hat gelegen auf einem kanadischen Server, der nach 4 Wochen ungefähr gesperrt worden ist. Ich habe mal extra nachgeguckt, man kann das nachgucken, der ist bis heute gesperrt, dieser Server. Die Macher sind, wie gesagt, anonym geblieben. Was genau da passiert ist, wer da Druck ausgeübt hat, habe ich nicht rausgekriegt. Das hängt eben auch damit zusammen, dass die Leute anonym sind, man erfährt darüber nichts.
Man kann sich so ein paar Sachen denken, sag ich mal. Also man kann sich vorstellen, oder es liegt sehr nahe, dass dahinter möglicherweise doch Mitarbeiter der Online-Redaktion der Tagesschau gesteckt haben und dass da intern massiver Druck ausgeübt worden ist. Also der NDR hat in seinen äußeren, in seinen öffentlichen Stellungnahmen ganz klar gesagt, dass er diese Urheberrechtsverletzung nicht dulden wird und dagegen vorgehen wird, sofern er das kann. Heißt die Schöne, so ähnlich war das formuliert. Aber natürlich gab es einen großen Druck von der Politik auf den NDR und ich vermute das, ich kann aber darüber letztlich nur spekulieren, dass man das weitergegeben hat. Jedenfalls ist das Archiv, ist dann noch einmal kurz umgezogen auf eine andere Domain, ist aber seit jetzt mittlerweile 3 Jahren offline. Also ein gescheiterter Zugang. Wenn man sich jetzt heute das Tagesschau.de-Archiv anguckt, wenn Sie das machen, werden Sie feststellen, dass dort Sie die Tagesschau ab 2007, glaube ich, sich angucken können, jeweils die Hauptausgabe, die 20-Uhr-Ausgabe. Wenn Sie sich dann das Telemedienkonzept und das Verweildauerkonzept des NDR ansehen, dann werden Sie feststellen, dass dort sehr viel mehr möglich wäre. Also dort ist ausdrücklich gesagt, dass Dinge von zeithistorischer und öffentlicher Relevanz, und da werden dann gerade die Hauptausgaben der Tagesschau und die Jahresrückblicke, glaube ich, und sowas werden genannt, dass die unbegrenzt publiziert werden können. Nun kann man sich natürlich fragen, warum macht denn der NDR das nicht? Also er beschwert sich zum einen vielleicht mit Recht über den Drei-Stufen-Test und die Einschränkungen, unter denen seine Online-Aktivitäten stehen. Er nutzt aber die Möglichkeiten, die sich ihm dort bieten, in diesem, ich sag mal, öffentlich relevanten Bereich selber gar nicht aus. Und da könnte man jetzt auch wieder ein bisschen drüber spekulieren, warum er das tut, aber ich will nur andeuten, dass es natürlich auch da möglicherweise rechte Fragen von Dritten betroffen sind, dass es vielleicht weitere Zweitverwertungsinteressen gibt und so weiter, die verhindern, dass man überhaupt in dieser Dimension ein Online-Archiv aufbauen will. Man muss das auch im Kontext dessen sehen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Bisher ist der Zugang zu den öffentlich-rechtlichen Rundfunkarchiven eher restriktiv. Die werden als Produktionsarchive verstanden und nicht als nationales Kulturgut. Ja, letzter Punkt vielleicht. Es gibt eine ganze Menge kritische Stimmen zu dieser Form der Depublikation, zu dieser sehr rigiden Einschränkung der Online-Aktivitäten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Etwa Hannelore Kraft in Nordrhein-Westfalen hat sich mehrfach sehr deutlich dagegen ausgesprochen. Auch die Enquetekommission Internet und digitale Gesellschaft hat mehrheitlich dazu geraten, dieses Verfahren aufzugeben, unter anderem auch deshalb, weil man eigentlich nicht sieht, dass in diesen Altinhalten tatsächlich, sozusagen, dass die tatsächlich wettbewerbsverzerrend sind. Also dass das etwas ist, womit andere ein Geschäft machen könnten, was dann gestört wird. Also es gibt so gesehen Hoffnung, aber das wird man wird wahrscheinlich die nächsten Rundfunkänderungsstaatsverträge abwarten müssen, ob sich diese Einsicht durchsetzt, ob solche Empfehlungen der Enquetekommission umgesetzt werden. Bis dahin bleibt uns eigentlich nur das, was ein Blogger 2010 publiziert hat, nämlich dieses Bild, das ich Ihnen zum Schluss zeigen möchte. Oh, ups, jetzt muss ich zurück. Ja, vielen Dank.